So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Case Clicker. Ich habe mich gerade ein bisschen belesen gehabt, denn ich habe mich gefragt, wird mein Save gespeichert? Sollte es eine neue Version von dem Spiel geben? Ich habe mich rumgeschaut auf der Facebook-Seite, auch in dem Reddit-Post, wo die geschrieben hatten, dass es auf Google nicht mehr irgendwie aus Copyright-Gründen für wegen Valve und so weiter nicht mehr auf im Google Play Store ist. Und nein, es ist leider nicht möglich, seinen Save mit auf den anderen, auf diese andere Version zu nehmen. Das heißt also, wenn es eine neue Version geben sollte, müsste ich komplett neu anfangen. Eventuell kann es aber möglich sein, dass es irgendwann möglich ist, über Facebook das Ding zu safen, die App. Ich spiele es erstmal weiter. Kann aber nicht sagen, wenn ich, also ich werde nicht immer neu anfangen, das ist ganz klar. Sollte es niemals einen Cloud-Save geben, was ich nicht denke, dann hat das Spiel keine tolle Zukunft, muss ich sagen. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der jedes Mal nicht von vorne anfangen möchte, wenn es eine neue Version gibt. Da die jetzige Version eigentlich schon eine ganze Menge hat, bin ich erstmal damit ein bisschen zufrieden. So, wir haben ja, you've tapped the coin 500 times, okay, 0,47 $ und 109 Erfahrungen bekommen. Und wir haben einmal auf das Logo hier oben geklickt, Case Clicker oben links, und dann kriegen wir 154 Erfahrungen. Yay, nice, krass, oder? Wir haben noch eine Mission, und zwar ein Achievement anzulocken. Was haben wir denn sonst Schönes? Achso, wir müssen noch Upgrades kaufen. Wir können damit eine Case kaufen, Random Case 1. Können wir immer einmalig machen, glaube ich. Dann braucht man halt die höhere Stufe und so weiter und so weiter. Winter Offensive ist es eines der, glaube ich, der stärksten gewesen, oder? Wenn man ganz kurz Cases guckt. Ich glaube, Winter Offensive war irgendwo hier unten gewesen. Egal. Können den Key kaufen und das Ding öffnen. Und den Key benutzen. Wir haben ein bisschen Dollar, haben wir ja noch, was wir raushauen könnten. Rare Special Item. Na gut, eine 5-7 für 0,4 $ ist ja richtig wertvoll gewesen. Equipment kann man verkaufen. Upgrades. So, nächstes Upgrade. Chroma Case. Okay, gibt ein Chroma Case, können wir uns kaufen. Naja, das Pro-Tap finde ich immer nicht so toll. Ja, es gibt uns 0,05 Sekunden. Das ist in Ordnung, wenn uns das immer etwas pro Sekunde gibt. 5 Cases finden, alles klar. Machen wir. Ist also unsere nächste Mission. Dafür können wir natürlich, jetzt haben wir noch was. Dafür können wir allerdings das mit dem Dings nehmen. Zack. Wie viel Dollar habe ich noch? 7,19 $ habe ich noch. Eine Flashlight gibt uns 0,08 pro Sekunde. Und hier gibt uns 0,05 pro Sekunde die Kreditkarte 3. Ja, nehmen wir mal die mit. Erstmal, jetzt brauchen wir natürlich wieder ein bisschen mehr Geld. Wir können die Vanguard Cases verkaufen, weil wir brauchen, müssen sie ja theoretisch nur finden. Für die Mission, richtig? Genau, 5 Cases finden. Wir müssen sie nicht öffnen. Zack. Rolle das Ding. Jetzt kriegen wir Chroma. Habe ich auch auf. Habe ich nicht auch noch Chroma? Ja, hier war schon Chroma gewesen. Das kurze Wort. Und da ist tatsächlich direkt eine Chroma-Kiste. Nice. So, direkt los. Go. Nächste. 0,24 $ haben wir gerade. Steigert natürlich sich ab und zu so ein bisschen. 0,0015 pro Sekunde. Ist jetzt halt nicht viel. Also am Anfang ist es immer wichtiger, selber zu klicken. Das ist immer. Kriegt man einfach wesentlich mehr raus als später. Das ist jetzt noch viel, viel wichtiger. So, eine Chroma-Kiste, so eine nächste Kiste. Klicken wir ein bisschen schnell. Oh, da war gerade ein kritischer Klick gewesen. Ah, geht aber mega auf die Hand, wenn ich so klicke. So, komm, Chroma-Kiste. Ja, leider kann man hier keine Keys bekommen. Die muss man sich natürlich auch wieder kaufen. Hier steht auf der Seite, caseclicker.eu heißt übrigens die Seite, falls ihr sie in der Videobeschreibung noch nicht gelesen habt. Da steht halt immer, was so in den neuesten Versionen zu finden ist. Match Betting System, also so ein Wettsystem, Online Jackpot, Jackpot und Trading System. Über 200 GB sind ja irgendwie 218 gewesen. Ranksystem vom, also von Silber bis Global Elite, Missionssystem, Souvenirsystem, Capsule mit Stickern. Über 250 Upgrades. Über 700 sammelbare Skins und über 800, ne, obtainable heißt, glaube ich, bekommbare, also, ja gut, sammelbare, bekommbare ist ja das gleiche, über 800 Sticker, die man hier noch bekommen kann. Das ist echt schon krass, also.
Das ist schon heftig. Und Ability to sell skins for real market prices. Okay, das ist, glaube ich, trotzdem auch nur eine Spielerei. Also Skins wirklich zu verkaufen zu einem echten Preis. Mission. $10 zu verdienen ist jetzt nicht allzu schwierig. Wir klicken uns einfach mal ein bisschen. Ne? Jung. Aber wir können natürlich auch Zeug verkaufen, das ist auch möglich. Oder hier durch einen Reward bekommen, das zählt halt alles mit dazu. Vanguard Cases. Theoretisch könnten wir sie verkaufen, ja. Not unlocked, Phoenix Case. Habe ich denn sonst? Ich habe, glaube ich, sonst nichts, ne? Ich muss theoretisch klicken. Hier braucht man also ein bisschen Geduld wieder. $10, das kann durchaus auch eine Weile dauern. Können wir, ja, wir haben kaum Geld, ne? Sonst hätten wir uns Keys kaufen können. Wir könnten uns Keys kaufen, Cases. Machen wir mal ein Chroma-Ding auf, ein Chroma-Case. Und dieses Gelbe-Item ist meistens ein Rare-Item erstmal, heißt noch nicht unbedingt, dass es die Dings ist, die, das Knife. Eine M249 ist jetzt nicht so doll, würde ich mal sagen. Mit 0,14 Dollar an Wert, das ist jetzt wirklich nicht so stark. Und das gleiche nochmal, 0,13, dann gibt es sogar noch weniger. Sell, sell, ne? Sell. Cases lassen wir erstmal. So, wie viel brauchen wir noch? 6,92, 6,87. Also jetzt brauchen wir erstmal noch fast $7, die wir uns erklicken müssten. Währenddessen geht unten langsam der Search Progress weiter. Ganz langsam. 1,2 pro Tap oder 0,075 pro Sekunde. Also man merkt schon, man sollte hier eher mehr klicken, statt dass man hier sich erstmal auf die faule Haut setzt und wartet, dass das Zeug zu einem kommt. Nee, ist jetzt nicht so vorteilhaft. So, hier, was mit meiner Zeit? Ja, wir sind schon wieder bei 7 Minuten, meine Güte. Ja, eigentlich möchte ich dieses Ding hier noch fertig machen. Diese Mission, mindestens diese Mission. Gucken, was wir da noch ein schönes kriegen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Klicken kann nicht schaden. Ab und zu ist es wirklich mal ganz entspannt. Cointapper IV wahrscheinlich 1000 Mal klicken oder 2000, 1500, 2000 Mal, irgendwie so eine Art. Gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele Achievements, die man freischalten kann. Das ist schon krass. Ja, ich hoffe mal, später bei den Missionen werden keine Missionen ausgewählt, wenn ich keine Achievements mehr habe. Also keine erreichbaren Achievements mehr. Also keine Achievements mehr zum Erreichen. Dass dann keine Mission kommt, wo ich Achievements erreichen muss. Das wäre ein bisschen doof. 1,20 Combo, also schon 20% mehr als am Anfang beim ersten Klick. Man, über die Zeit kommt es schon. Also, wenn man jetzt natürlich auch einen Clickerbot laufen lassen würde, wäre das natürlich langweilig, aber damit würde man extrem viel Geld bekommen. Missionen 1,36. Ah, okay, der Combo-Bonus verschwindet sofort, sobald wir aus dem Links raus sind. 1,12, sobald wir aus dem Fenster hier raus sind, das ist natürlich schade. Jetzt habe ich meinen tollen Bonus verhunzt, aber ich glaube, so gegen Ende von $7. Critical Tapper, ja, okay, wunderbar, Mission erledigt. Open Souvenirs, können wir machen. Oh, hier 1000 Mal die Coin getappt, 25 Critical Dinger. Dann kann man gleich mal in den Shop reingehen und die, was war's gewesen? Souvenirs. Okay, dann schauen wir uns erstmal die Souvenirs an. Da. Ach, sind die teuer. Sind die teuer? Nee, never mache ich das jetzt. Forget it, forget it. Gives you random skin from the Dust 2 Collection. Muss nicht sein. Das ist alles doof. Increase Money Gain per Tap 0,0015. Increase Critical Tap Chance. Gibt dir 0,05, also vielleicht sollte man von einfach von Anfang an, damit ich da keine. Zack. Und zack. Einfach nacheinander die Upgrades freischalten, damit ich nicht die Qual der Wahl habe. Was mache ich als nächstes? Eine P250. Mit einem Wert von 0,025. Ist doch super, oder? Super wertvoll. Money per Tap, Money per Tap. Und jetzt haben wir nämlich kein Geld mehr, das ist schade. Verkaufen. Haben wir sonst noch irgendwas? Ne, hier oben steht ja nur von 0 Items. Nächste Mission. Ach, immer noch die drei Souvenire öffnen. Das ist natürlich doof. Oh, 0,014 kriege ich jetzt schon pro Tap. Das ist nicht wenig. Also da kriegt man auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Ja, Souvenirs. Das ist teuer, ne? Sechs, also mindestens 6, $18 bräuchte ich, um die Mission erfüllen zu können. Das ist natürlich doof. Haben wir hier irgendwie im Shop was irgendwas
Kostenloses. Tab-Bauer. Tab-Bauer for 60 Seconds. Könntest du ja mal machen. Einfach mal aus Test, um zu gucken, funktioniert denn das überhaupt? Das anscheinend schon mal nicht. Ich habe hier nämlich nur Black Screen. Warte mal ganz kurz ein paar Sekunden. Vielleicht sehen wir das Video einfach nur nicht. Aber es ist da und wird abgespielt. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall ein schönes Spiel. Allerdings ist das doof, dass es kein Cloud-Save gibt. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Also, dass es das noch nicht gibt. Ich weiß nicht, ob es das noch geben wird. Okay, er möchte nicht mehr. Die hat lustigerweise keine Timer angefangen, das ist gut. Aber wie ihr seht, Case Clicker ist zumindest durch diese eine Ad blockiert, geht nicht mehr, keine Ahnung. Aber gut, dann machen wir erstmal ganz kurze Pause. Ich werde erstmal ein bisschen Dollar farmen und sparen, ein paar Kisten holen, so immer so ein bisschen nebenbei, damit wir so beim nächsten Mal die nächste Mission machen können. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge von Case Clicker. Ciao!